Hallihallo, Hallöde. Ich mache wieder ein Reading, wo es darum geht, einen Stapel auszusuchen, wo ich dann spätestens, was haben wir denn heute? Ja, spätestens am Freitag kommt dann die Auflösung. Ihr schreibt mir unter das Video wieder bitte pro Stapel, den ihr haben wollt, ein Kommentar mit zum Beispiel, ich hätte gerne Stapel Nummer 3. Und ich zeige euch jetzt, was Stapel Nummer 1, 2 und 3 ist und dann gibt es noch eine allgemeine Botschaft. Ich freue mich sehr. Stapel Nummer 1, das solltest du jetzt machen. Und da geht es tatsächlich um Da Vinci Code des göttlichen Menschen, Vollkommenheit, Liebe, Perfektion und Bereitsein plus das Ass der Pentagramme. Und was das genau alles heißt und was dann noch alles dazukommen möchte, siehst du dann, wenn du Stapel 1 wählst. Stapel Nummer 2, das solltest du besser nicht tun. Ich habe wirklich die Karten gezogen, das kam so raus, ich fand das jetzt total lustig. Oktaeder, Element Luft, also alles, was mit Luft zu tun hat, alles, was luftig irgendwie ist, in welchem Zusammenhang werden wir herausforschen. Und die 10 der Pentagramme, und ich habe so das Gefühl, dass es da um Materielles geht und nicht um Fülle an sich und dass es irgendwie um etwas Stapeln oder um die Ausrichtung geht, aber das schauen wir uns natürlich bei Stapel 2 bei dem Video dann spätestens am Freitag an. Und Stapel Nummer 3, nicht alles muss immer nach Plan laufen. Da habe ich einmal auf Facebook gepostet, ich glaube hier auch. Erst als ich aufhörte, Pläne zu machen, lief alles nach Plan. Und sowas ist da ein bisschen gemeint. Und dann haben wir hier tatsächlich mit den Regenbogen, die Sternenwirbel, der interdimensionale Aufstieg des Lichts. Und dann haben wir die Seelenpartnerschaft bzw. die 2 der Kelche. Also wenn du da interessiert bist oder den Ausgleich oder das karmische Feld, was ausgeglichen wird, oder dass ich die Verbindung an sich mit sich, aber auch mit der Welt, insofern, wie man sie halt bestellt, schauen wir mal, was da alles kommen will. Wenn dich das interessiert, wählst du den Stapel Nummer 3. Und die allgemeine Botschaft, die Rückblätter, weil die nehme ich immer gerne dazu, ist zweifellos. Es wird jetzt einfach zu einer höheren Führung kommen. Das heißt, wir werden jetzt alle dazu angeleitet, zu entscheiden, in die Selbstermächtigung hineinzugehen, hier auch mit der Öffnung Tor der Schöpfung unser selbstermächtigtes Wesen anzuerkennen, uns als nicht hilflos anzusehen und proaktiv beginnen, unsere Welt mitzubestimmen. Wir nehmen hier das Handwerk in die Hand und bauen mit uns selbst unser Wunschwunderland, so gesehen mit dem Schmied unseres Wesens, unseres Lebens, wo wir, aber auch unseres Wesens, ja, unsere Entscheidungen prägen uns oder unsere Entscheidungen machen uns zu dem, wer wir sind. Wohin entscheidest du dich? Wer willst du sein? Und ja, wir dürfen alle wissen, wir sind nicht hier alleine, sondern wir arbeiten hier in einem Kollektiv. Und was will da gesagt werden? Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit die neue Liebe zu dir und zu allen anderen in dein Leben treten kann. Und dann aber auch glaube daran, dass hier jemand kommt, der für dich auch wichtig ist in dieser begleitenden, schönen, wunderbaren Zeit. Nun denn, wir sind bereit, würde ich mal sagen. Und ich freue mich schon sehr auf die Auflösungen. Bis dann. Baba, eine wunderschöne Zeit und wunderschönen Feiertag, sofern ihr in Deutschland und Schweiz einen habt. Ich weiß es nicht. In Österreich haben wir jetzt auf jeden Fall Feiertag am Donnerstag. Und für alle, die das jetzt sehen, wünsche ich euch auf jeden Fall bis Freitag eine tolle Zeit. Und wenn ihr frei habt, dann auch noch eine tolle Freizeit und wunderschönes Tun und Machen für euch. Bis dann. Baba.